Ich habe jetzt einen ganzen Korb voll mit Brombeeren. Dafür will ich aber das erste und größte Stück Brombeerkuchen bekommen. Mama! Ja? Ich habe dir einen ganzen Korb voll Brombeeren gesammelt. Danke, Jerry Schatz. Dafür bekommst du auch das erste Stück Brombeerkuchen. Juhu! Moment! Nur das erste? Und das größte, Jerry! Da ist der Haushalt der Familie Haselnuss knapp einem diplomatischen Zwischenfall im Gang. Was war das denn? Das war ein Brief von Hogwarts, natürlich. Was denn sonst? Gut, wir haben die Quest abgeschlossen. Dieses Buch lohnt sich richtig. Irgendwas da drin bewegt sich. Oh, heiliger Bimbam! Okay. Nur Mut. Solange es kein Gremlinwolf ist, habe ich nichts zu befürchten. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Genau. Ganz vorsichtig. Ein Briefwaschbär. Ganz selten. Was war das denn? Der Brief ist einfach in meine Tasche geflogen. Es könnte auch ein Gremlin-Brief sein. Ich bin mir nicht sicher. Entweder ein Brief-Waschbär oder ein Brief-Gremlin. Die sehen sich sehr ähnlich. Nein, ich wollte ihn mir angucken. Ein fliegender dreieckiger Brief? Und dann auch noch ohne Absender. Mal sehen, was drin ist. Da ist ein seltsames Zeichen mit einem Gedicht darunter. Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis war mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Ein wahrer Baumläufer kennt die Antwort. Boah, was war das denn für ein langes Gedicht? Das muss ich mir jetzt alles merken, was ich hier zu tun habe mit der Kreide und dem Schießpulver. Ja, mit diesem Pulver in dem Knaller und der Dose oder was. Blicke durch die magische Münze in das Spielehandbuch und wähle den großen Meister von Seite 10 und den kleinen Schüler, den du auf Seite 7 findest, mit den Pfeiltasten aus. Drücke danach auf den bestätigen Knopf, um zu beweisen, dass du ein wahrer Baumläufer bist. Ach, jetzt muss ich... Wo habe ich es denn hingelegt? Gut, dass ich nicht wieder gleich in den Schrank geräumt habe. Da. Es kann sich jetzt um Stunden handeln, weil ich jetzt erstmal ordentlich auspacken muss. So. Damit verhindert man aber auch schon mal sowas wie. Das erinnert mich an dieses Codrad, was es da früher gab, um Raubkopien und so zu vermeiden. Wenn du halt dieses Rad und das dazugehörige Handbuch nicht hattest, hattest du echt ein Problem. So, also Meister auf Seite 10, wobei du das vermutlich auch im Internet findest. Wo ist denn die Seitenzahl da oben? Seite 10, das ist schwer zu erkennen, weil ich gerade kein Licht an habe hier und gucken wir mal, ob ich etwas erkenne, das so aussieht. Könnte es das sein? Ähnlich, aber noch nicht ganz. Das schaut dem schon ganz nah und Schüler auf Seite 7. Ist das die 7? Das ist die 7 und das ist
ein Uhu. Das auch nicht. Was ist das? Ist halt doof, wenn die Zeichnungen immer so ein bisschen anders aussehen wie das, was ich jetzt hier vor mir habe, aber Kreis plus Kreis, Kreis plus Kreis. Augen geschlossen? Ist das so richtig? Ich glaube, die Augen in dem Ding sind offen. Gibt es denn noch einen anderen? Ich glaube, das müssen die beiden sein. Ich wusste, dass ich mich nicht in dir getäuscht habe. Nun versuche dich an meinem Karottenflammenrezept. Was war das denn? Ein fliegender Brief, der sprechen kann? Komisch. Woher wusste ich das nur? Das wusstest du nicht, sonst hättest du das gesagt. Leer. Keine Comics, magische Botschaften oder pinke Briefe von nervigen Brieffreundinnen. Ja, die magische Botschaft haben wir schon rausgeholt. Wo kann ich mir das denn nochmal durchlesen? Zufällig. Im Umschlag steckt das Rezept für eine Karottenflamme. Heißt das... Ach nein, das wollte ich nicht. Heißt das, ich muss mir das jetzt jedes Mal anhören, wenn ich das... Da ist ein seltsames... Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß getrennt. Schwarz und Weiß, die sich verbanden, dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Wurz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Ja. Also wir brauchen noch Rinde. Früchte haben wir durch die Hazelnüsse, Echeln, Entschuldigung. Und Wurzeln brauchen wir irgendwie noch. Okay, jetzt muss ich gerade mal schauen. Was für ein Zeichen muss man denn malen? Zufällig. Weiß denn das jemand? Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen, aber wo soll ich das machen? Der Stein ist zu glatt, um darauf zu zeichnen. Und weglegen will ich den noch nicht. Okay, darf ich noch nicht malen? Darf ich hier drauf malen? Hier drauf kann man sicher super mit dem Kreidestein zeichnen. Ich werde das Symbol aus dem fliegenden Brief zeichnen. So. Nanu? Eichhörnchen. Süß. Sieht fast so aus, als ob sie mir was sagen wollen. Und dann sind sie schon wieder weg. Sieht aus, als hätten sie da bei den Pilzen etwas liegen gelassen. Baumrinde. Oh, super. Danke. Wie merkwürdig. Die Eichhörnchen haben hier im Pilzkreis ein Stück Baumrinde zurückgelassen. Das nehme ich besser mit. Bringt mir denn später dann noch jemand ein bisschen Baumwurz mit? Okay, also... Ich soll die Kreide zerstampfen, aber... Kann ich es jetzt vielleicht machen, nachdem ich gezeichnet habe? Ich könnte den Kalkstein unter dem schweren Stein zermalmen. Aber wo soll ich das machen? Ja, hier. Wo denn sonst? Im Tümpel. Da kritzel ich besser nicht rum. Da kritzel ich besser nicht rum. Da kritzel ich besser nicht rum. Ich könnte, aber ja, wo soll ich das machen? Na hier, direkt auf dem Stein. Wo ist denn dein Problem? Krümelkalkstein auf Felsplatte. Eine Installation von Jerry Haselnuss. Ich habe gerade tatsächlich Festplatte gelesen. Ja. Jetzt nimm den Stein.
soll ich mit dem einstecken? Und rauf da. Das geht echt in die Arme. Zack, den krümeligen Stein hat's einfach pulverisiert. Genau wie in dem Brief beschrieben. Ziemlich cool. Jetzt habe ich feines weißes Kreidepulver. Fühlt sich gut an. Deswegen wir das in die Tasche stecken tun. Kann ich das jetzt hier reinfüllen? Ich habe das Gefühl, die Reihenfolge stimmt noch nicht ganz. Ach so, ich muss auf die Reihenfolge achten. Entschuldigung. Ich habe das Gefühl, die... Dass ich mir das jedes Mal anhören muss. Ist ein Wie er eine Karottenflamme machte. Er schrieb mit Weiß das Zeichen auf den Stein. Dann musste Weiß ein weißes Pulver sein. Schwarz, das leicht entbrennt, wird heute nicht von Weiß darauf aus der Kreis. Ah, okay, und jetzt. Passt. Und jetzt da rein. Ist drin. Ach nein, eine Wurzel. Entschuldigung, habe ich noch mit der Karotte, oder nicht? Ist doch ein Wurzelgemüse. Mit der Nachricht geht. Da ist ein. Wie er schrieb mit Weiß, Schwarz, das Pulver, leicht entbrennt. Weiß Schwarz getrennt. Und Weiß, die sich verbanden. Dann am Grunde vom Gefäß verschwanden. Ja. Darauf folgten der Zutaten nun Reihe. Baumhaut, Baumfrucht und Furz in strikter Reihe. Aus dem Gefäß malte er einen Kreis auf eine Kreuzung. In deren Mitte ruhte das Gefäß dann voll Bedeutung. Der Kreis ward mit Schwefelhölzern angesteckt. Hurra! Die Karottenflamme hat ihm gut geschmeckt. Gut, also Baumrinde. Auch drin. Baumfrucht. Hier. Und die Wurzel. Okay, jetzt ist alles drin. Und wir müssen jetzt auf eine Kreuzung. Gehen wir nicht davon aus, dass wir dahin sollen, sondern eher dann hier auf die Kreuzung malen? Zufällig? Ich weiß es ja nicht. Das ist das Einzige, was Kreuzung heißt. Okay, das sollte klappen. Ich wollte schon sagen, das ist kein Kreis. Okay, und jetzt mit unserem letzten Streichholz das Ding hier anzünden. Na gut, dann wollen wir mal. Reisekoffer. Und ich habe ihn herbeigezaubert? Schaka! Ich hab's doch gewusst. Übung macht den Meister. Haselnuss hat einen an der Nuss, haben sie gesagt. Zauberei gibt es nicht, haben sie gesagt. Ha, die werden staunen. Ja, aber das ist was notiert. Nein, wir haben uns nur ein fliegender Brief, was da wohl drin steht. Nein, wir haben nur wieder ein unmöglicher Reisekoffer ist auf der Waldkreuzung aufgetaucht. Was mag es damit auf sich haben? Da ist der Zylinder. Oh, heiliger Bimbam. Schon wieder? Mann, oh Mann. Zauberer brauchen echt gute Nerven. Reiß dich zusammen, Jerry. Das ist bestimmt nur wieder einer von diesen Waschbären. Oder eine magische Nachricht. Genau, einer dieser Briefwaschbären. Oder halt ein Brief. Dingsbums. Ihr wisst schon. Oh, alles klar. Mit bloßen Händen gehe ich da nicht dran. Stell dich doch nicht so an. Also, oh, wir haben ein Poster. Der große Zaroff. Erleben Sie den größten Illusionisten unserer Zeit.
Hier steht aber nicht, wann und wo die Vorstellung stattfindet. Wie seltsam. Das Poster sieht aber auch schon ziemlich alt aus. Ob diesem Zarow der Koffer hier gehört? Ich werde einfach mal eins von seinen Plakaten mitnehmen. Oh, da ist ein Riss im Innenfutter des Kofferdeckels. Ich glaube, irgendwas... Früher hieß das... Nein, ach, ich habe gerade versucht, auf den Dings drauf zu klicken. Früher hieß das Spiel auch, glaube ich, irgendwas mit Zarow. Der große Zarow. Ob das wohl seine Sachen in dem Koffer waren? Sein Zylinder? Meine Glücksmünze. Mit der habe ich immer Zaubertricks geübt. Cool, Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die als Juckpulver benutzen. Sowas weiß der natürlich, ne? Das ist so ein Riss. Nein. Sie ist mit verschiedenen Utensilien für eine Zaubervorstellung vollgepackt. Der große Zarow steht auf dem Poster. Ob das seine Sachen sind? Sein Zylinder? Da war doch jetzt irgendwas, hat er doch gesagt. Da, Riss. Da ist er. Na, so ein kleiner Riss ist ja nicht schlimm. Das lässt sich auch ganz leicht reparieren. Oh oh. Er ist genauso unfähig wie Rufus. Hey, da steckt ein Zauberstab im Innenfutter. Sieht fast so aus, als hätte ihn jemand dort versteckt. Ach, wobei, er hat den Korb reparieren können. Das hätte Rufus nicht geschafft. Okay, wir haben jetzt einen Zauberstab. Der Zauberstab aus dem Reisekoffer des großen Zarow. Ob man damit wirklich zaubern kann? Können wir den auf den Zylinder benutzen? Zylinder und Zauberstab? Na gut, Jerry. Es ist soweit. Hierfür hast du seit Jahren geübt. Also, Abraka! Es ist Jahrzehnte her, seit ich eine Karottenflamme getrunken habe. Gestatten? Ich bin der Marquis. Der Marquis de Hotho. Oh, aber Sie sind ein... Orectulagus Cuniculus Sapiens, du sagst es. Oh, also ich heiße Jeremias H. Jeremias Haselnuss, der Junge mit dem Traum. Was? Sie kennen meinen Namen? Und ich weiß noch mehr. Deine Sommerferien enden übermorgen. Das stimmt. Leider. Mathematik, tropfende Füllfederhalter, harte Holzbänke, trockener Kreidestaub. Ihr Menschenkinder seid so tapfer. Doch du träumst von mehr. Das Rauschen der Blätter im Wind. Es erinnert mich an zu Hause. Wo ist das? Mein Zuhause ist dort, wo man sich an mich erinnert. Ja. Aber wo genau? Ich erinnere mich kaum. Der Nebel. Wie bitte? Jerry. Sag mir, was ist dein größter Traum? Oh, mein größter Traum. Sein größter Traum. In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks, aber in der Schule bin ich mal als Zauberer aufgetreten. Zauberer ist ja kein richtiger Beruf, also... Das ist mein größter Traum. Ein Feuerwehrmann zu werden. Nein. Was? In meiner Freizeit übe ich Zaubertricks. Aber... Ach, was soll's. Ich will Zauberer werden. Ich weiß. Denn ich bin Zauberer. Geliebt, gefürchtet, gebraucht und äußerst brillant. Meine Daus! Und so bescheiden.